Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin Selina und wir sind noch einmal bei der Uni-Unterkunft. Ja, die wunderschöne WG-Unterkunft, was auch immer ihr daraus machen möchtet. Waren da nicht mal noch mehr Fenster? Ich glaube schon. Die waren doch irgendwie so, kann das sein? Wie so eine Welle? Oder? Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war. Komisch, warum es mir die zerrissen hat. So, auf jeden Fall, wir sind einmal hier bei der Unterkunft und ich habe eine Sache nicht bedacht. Wir haben ja hier einmal die Zimmer ein bisschen anders platziert, dass die Tür hier ist. Allerdings haben wir jetzt ja nur diese kleine Ecke zur Verfügung als Küche. Das ist nicht gerade viel Platz, Leute. Wir versuchen jetzt trotzdem einmal, was wir daraus machen können. Okay, ja. Es ist wirklich nicht viel. Das ist blöd. Baby.moveObjects. Ohne diesen Cheat. Da geht gar nichts. So. Das ist immer noch blöd. Und jetzt ist der Kühlschrank auch voll weit drin. Der ist ein bisschen raus, muss der auf jeden Fall. Und wenn das ja nicht komplett Kante an Kante passt, ist es ja überhaupt kein Drama, weil es ist eine Uni-Unterkunft. Also sie haben auch nicht gerade mächtig viel Geld für wahnsinnig viele Dinge. Aber gut, dann ist da einmal eine Theke zum Arbeiten, eine für Mikrowelle. Wobei, das kriegen wir hin. Ja, doch, das geht. So, ich möchte mich heute mal einem ersten Zimmer widmen. Jetzt natürlich nicht das hier, was ich schon mal so grob angefangen habe von der Aufteilung, sondern dem ganz linken Zimmer. Da werden wir heute mal schauen, wie wir das Ganze so gestalten, was da dann im Endeffekt für ein Sim einziehen wird. Aber zuallererst brauchen wir eine schwarze Tür. Wo waren denn diese Türen? Waren das nicht die? Ah, nee, das sind ja Zimmertüren. Das brauchen wir nicht fürs Badezimmer, das ist ja Quatsch. Aber so eine Tür finde ich auch doof. Wir nehmen eine einfache, stinknormale Holztür. Das reicht auf jeden Fall für den Gebrauch. So, hier kommt hier dann das kleine Badezimmer rein. Ich dachte mir, wir machen einfach mal so vier verschiedene Wohnungen in vier verschiedenen Stilen. Stil Nummer 1 wird sehr, ich kann es nicht beschreiben. Wir schauen jetzt einfach mal. So, wir brauchen jetzt zuallererst mal eine Toilette. Ja gut, bei den Toiletten, das kann ja eigentlich in jeder Wohnung gleich sein, weil das sind ja diese Bestandsmöbel. Die ändern sich ja eigentlich nicht, aber die sieht irgendwie blöd aus. Ich finde, wir sollten dann schon eine schöne, moderne Toilette nehmen. Das auf jeden Fall. Vielleicht auch immer im Schwarz-Weiß-Ton. Oder sollen wir es mal komplett weiß machen? Weil dann kann man ja Wände immer noch so anpassen, wie man das möchte. Jo, ich glaube, das machen wir so. Da platziere ich die jetzt einfach mal rein. So. Dass halt einfach in den Duschen alles gleich ist. Das finde ich ja wirklich super. Aber wir haben keine Trennwände. Also es wäre vielleicht super, wenn man so eine öffentliche Dusche hat. Haben wir hier nicht, weil jeder hat ja wirklich den Luxus, ohne Witz, auf eine eigene Dusche. Das ist schon cool genug. So, jetzt könnten wir natürlich auch so eine normale Dusche nehmen. Die finde ich aber nicht gerade schön für den Preis. Dann gefällt mir die hier viel, viel besser. Wie heißt die? Einhorn-Traumdusche. Ja, so fühlt man sich da auch. Die finde ich super. Oh, da gibt es ja auch diese Duschkabinen. Klasse. Aber die ist perfekt. So. Kommt die Toilette einfach hier an den Rand. Und dann haben wir hier noch ganz viel Platz fürs Waschbecken. Oh, nee, Moment. Das machen wir ein bisschen anders. Die Dusche, die kommt hier hin. Und die Toilette jetzt hier. Und jetzt haben wir nämlich hier trotzdem viel Platz, weil ansonsten steigen wir genau hier an der Kante aus. Und es wird dann im Endeffekt vielleicht doch ein bisschen zu eng. Das muss nicht sein.
Dann nehmen wir auch das Moderne, würde ich sagen. Auch in Weißcreme. Weil es einfach am schönsten ist. Und natürlich darüber auch ein wunderschöner Spiegel. Auch ein. Wobei, das können wir jetzt auch wieder anpassen. Nicht jeder hat einen Spiegel, beziehungsweise alle haben verschiedene Spiegel, weil das ist ja auch nicht in jeder Wohnung gleich, die gebaut wird, dass die Vermieter einen Spiegel kaufen. Das wäre ja Luxus pur und vielleicht doch auch ein bisschen Quatsch. Haustiere sind hier übrigens erlaubt, deshalb würde ich auch gerne eine Wohnung einrichten mit einem Kätzchen. Oh, vielleicht können wir das die Wohnung machen lassen. Eine Kätzchenwohnung. So, um die Deko kümmern wir uns nicht jetzt, sondern erst dann, wenn es. Wobei. Nee, das machen wir dann alles. Ich möchte jetzt erstmal hier grob anfangen, irgendwas einzurichten. Also, ich glaube, ich habe mich jetzt wirklich dazu entschlossen, dass es ganz sicher eine Kätzchenwohnung wird. Dann könnten wir ja auch sowas hier nehmen. Oder gab es da nicht noch irgendwas so in dem Stil? Nee, ich glaube, das. Ah, nee, doch, wir haben noch die hier. Aber so eine Couch haben wir auch nicht. Wobei, ich muss schon sagen, das passt eigentlich ganz gut rein hier mit dem Eckigen. Und man muss ja auch dran denken, das sind Uni-Leute. Die haben ja auch jetzt nicht massig viel Kohle. Moment mal, das passt nicht, dass hier die Fenster sind. Die müssen eins weiter rüber. Hier genauso. Weil da kommt ja nämlich der Fernseher hin. Sonst haben wir gar keinen Platz für den Fernseher. Farbe. Eine grüne Couch. Oh, super. Da ist nämlich auch eine Katze drauf. Umso besser. Dann wird diese Person so ein bisschen öko mit Kätzchen. Aber ich glaube, sie würde das Ganze so einrichten, dass die Couch hier steht. So, dann können wir das hier auch noch eins vor. Oh ja, das ist eine sehr, sehr schöne Aufteilung. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und natürlich, nee, so einen bombastischen Fernseher hat unsere Katzendame nicht. Aber wir haben noch keinen für an die Wand. Der hier vielleicht. Obwohl der jetzt eigentlich genauso groß ist wie der andere. Aber naja, das ist ja jetzt nicht schlimm. Gut, natürlich an Deko hat die dann auch ganz viel Katzenmäßiges, aber dazu kommen wir gleich. Wir brauchen jetzt erstmal noch eine Küche. Okay, da haben wir schon mal eine, die ist wieder im gleichen Stil wie die jetzt erstmal nebendran. Aber die ist halt auch grün. Und das könnte ja vielleicht so ihr Farbschema werden. Eine grüne Küche. Beziehungsweise generell eine grüne Wohnung. Aber da würde ich jetzt nicht den Kühlschrank nehmen, wegen den Zeichen, sondern vielleicht einfach einen ganz neutralen. Dass sie hier einfach mit ihrem süßen Kätzchen wohnt, während sie studiert. Ich glaube, das ist ganz cool. So, natürlich braucht die Katze auch Fressnäpfe. Natürlich. So, das Gelb, das passt schon mal super, aber da oben, das ist ja blöd. Das bringt der Katze ja wenig. Ja gut, dann machen wir es einfach hier nebendran. So. Das war jetzt so ein bisschen mitten im Raum. Aber naja, das macht ja nichts. Oh ja, ein Katzenklo. Natürlich braucht sie das auch. Oh je, wo finden wir da denn jetzt noch Platz? Dann muss es halt hier neben die Dusche. Dann geht das nicht anders. Ne, der Schlafplatz, den machen wir am besten oben hin. Aber dann brauchst du noch einen kleinen Kratzbaum. Da würde ich jetzt auch hier so was Einfaches nehmen, weil es ist eine Studentin oder ein Student und die haben jetzt auch nicht massig viel Geld. Ja, in der Farbe. Dann so ein bisschen Erdtöne. Das gefällt mir ganz gut. Cool. Und schon hat auch die Katze ihren eigenen Platz. Bevor ich jetzt noch an die Kleinigkeiten wie Deko gehe, gehen wir jetzt einmal noch ans Schlafzimmer ran, weil das ist ja nicht gerade unwichtig. Da gab es doch auch von dem Pack, meine ich, ein Bett. Das hier ist doch perfekt. Sehr gut. So, dann kann nämlich hier einmal die Katze schlafen. Dann ist hier noch massig viel Platz. Wir brauchen jetzt einmal noch einen Schreibtisch. Und da es ja auch eher praktisch ist, würde eigentlich so ein kleiner reichen. Vielleicht so ein. Ich glaube, das hier wäre schon mal so eher ihr Stil. Aber das würde ich dann komplett dahin schieben. Ja, ich finde, wenn das jetzt komplett am Rand ist, dann wirkt das irgendwie nicht mehr.
Hier auch ein Kätzchenstuhl. Oh mein Gott, wie cool. Aber das ist mir dann doch ein bisschen zu kindig. Ich meine, sie ist natürlich trotzdem jemand mit Geschmack, ne? Wobei, wenn jetzt aber der Schreibtisch in dem weißen Ton gehalten ist, sieht das blöd aus. Dann lieber doch so. Was können wir hier noch machen? Ein Bücherregal. Das finde ich super. So ein riesengroßes Bücherregal zum Lernen. Das ist voll ihr Ding. So, da können da einmal Ordner rein. Aber gibt es das nicht auch mit einem Kätzchen neben? Nee. Leider nicht. Nur mit diesem Hasen. Aber gut, dann ist es halt so. Und dann kann da jetzt aber trotzdem ein bisschen Deko drauf. Was genau? Oh, cool. Solche Katzenbilder. Oh, das wird richtig geil. Das Bild, das ist doch echt perfekt für sie. Oder für ihn. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es ist ein Mädchen. Ich glaube, das passt ein bisschen besser. So, hier die Fenster, die müssen auch nochmal ein Stückchen weiter hoch. Das ist mir sonst alles zu sehr am Boden festklebend. So. Oh mein Gott, eine Kommode. Wir haben eine Kommode vergessen. Die muss hier natürlich jetzt noch irgendwie rein. Ich glaube, sie wäre auch eher so der praktische Typ. Einfach hier irgendwas zum Abstellen. So zum Beispiel. So ein bisschen unordentlich. Ich glaube, das ist es. Cool. So, dann fehlen natürlich jetzt noch die Details. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Oh, Nachttränkchen haben wir auch noch nicht. Jo, einmal in dem Holzton. Und was für drauf? Ah, da gibt es ja nur diese Uhren. Ah, die finde ich ja auch schon irgendwie blöd. Nee, da kommt eine Pflanze drauf. Der Boden, da weiß ich jetzt noch nicht, ob das bei jedem wirklich gleich ist. Wenn, dann würde ich vielleicht so einen hellen Boden reinmachen. Ich muss mal das Gitter entfernen. Ja, das sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist auch modern, dann kann es trotzdem jeder so einrichten, wie er das möchte. Und im Badezimmer natürlich Fliesen. Ich glaube, das ist klar. Dann nehmen wir auch moderne. Die hier sind ganz schick. Wand, das ist ja immer änderbar. Deswegen würde ich sagen, dass das auch bei jedem individuell ist. Ja, sollen wir bei ihr auch eine grüne Wand nehmen oder ist das zu viel? Ich weiß nicht, irgendwie ist es schon geil. Vielleicht sowas. Das ist noch ein bisschen im Braunton mit drin. Das ist, glaube ich, schöner. So, und im Badezimmer kommen da auch bei ihr Fliesen hin. Ja, ich würde sagen, sie ist halt nicht so der moderne Typ. Da kann man ruhig sowas hier machen. Und dann vielleicht auch grüne Teppiche, so Badvorleger hin. Oh, die sind perfekt. Vielleicht noch ein bisschen näher ran. Da eins hin. Dann kommt hier eins vor die Toilette. Und dann machen wir da auch noch eins vors Waschbecken hin. Cool. Das ist echt perfekt. So, für Zähneputzen haben wir jetzt leider gar kein Regal. Dann ist es halt so. So, einmal noch der Toilettenspender. Toilettenpapierhalter. So heißt das Ding. Toilettenspender. Ich glaube, das wäre ein bisschen merkwürdig. So, sollen wir hier dann diese Handtücher? Nee, ne? Das sieht auch irgendwie blöd aus. Also ein Bademantel, ganz klar. Hänge ich jetzt auch einfach mal hier nebendran. Da kann man nämlich direkt in den Bademantel schlüpfen. Komm, dann nimmt es jetzt halt mal ein weißes. Ist doch nicht schlimm. Ein Spiegel brauchen wir jetzt trotzdem noch. Und ich würde sagen, nee, das da ist mir doch ein bisschen zu groß. Sie ist ja sehr praktisch, deswegen auch eher ein kleiner Spiegel. Obwohl, der ist schon cool. Oh, upsala. In der Küche darf jetzt auch wirklich nur das Nötigste stehen. Das finde ich persönlich gerade ganz schwer. Deswegen machen wir hier schon mal die Mikrowelle drauf. Und vielleicht kriegen wir es ja noch hin auf ein Waschbecken. Oder ist es unnötig? Oh, ein Mülleimer! Natürlich brauchen wir noch einen Mülleimer. Den finde ich cool wegen der Plastiktüte. Der kann ja hier einmal in weiß sein. Und dann haben wir keinen Platz mehr. Nee, der passt da Gott sei Dank noch ganz eng daneben. So, jetzt haben wir natürlich hier noch massig viel
Platz, dass ich das sage. Leute, das hätte ich auch nicht gedacht. Ein Herd darf hier leider nicht rein, weil es ja eine Uni-Unterkunft ist, oder? Ja, Herde dürfen hier nicht rein. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut. Das geht halt leider nicht anders. Dann machen wir hier einfach mal noch eine Obstschale hin. Da so ein kleines bisschen Deko. Und wenn man hier die Tür reinkommt, könnte man hier an der Wand noch irgendwas anbringen. Weil das ist mir dann doch noch ein bisschen zu nackt. So, vielleicht eine Garderobe. Ja, da so zwei Stück hin. So vielleicht. Oder das eine hier hin. Das ist halt direkt, wenn man reinkommt. Ne? Das ist ein bisschen unpraktisch. Ich finde das mit den Landhausherzen ja auch irgendwie cool. Ich weiß nicht, ich finde, das passt wiederum zu ihrem Stil. Machen wir einfach so dunkelfarbene Herzen. Und die hängen wir ja in die Küche. Oh, ich habe die Katzenstatue. Nee, hier, doch, hier ist die Katzenstatue. Die darf natürlich in dem Haushalt auf gar keinen Fall fehlen. Das wäre ein Vergehen. So, weil sie jetzt hier nicht wirklich hinpasst, machen wir die einfach mal hier davor. Oh, und da gibt es ja auch diese Teppiche. Ich brauche mal eine kleinere Wand. Dankeschön. Den finde ich schon mal nicht schlecht. Da gibt es ja auch diese Tierteppiche. Aber ich finde, das geht dann doch schon wieder ein bisschen zu sehr ins Kitschige über. Oh, oder wir nehmen sowas. Das ist natürlich auch perfekter Stil, finde ich. Wow. Oh Mann, das ist cool. Das machen wir so. Schön. So, jetzt würde ich aber trotzdem hier... Gibt es das nur... Mit Cats, nur mit Hunde. Nee, perfekt. Das hier ist super. Weil ich hätte hier nämlich gerne einfach noch eine Fußmatte. Das ist doch toll. Wie rum legt man die denn? Legt man die so rum? Ja, ich glaube schon. Boah, keine Ahnung. Vorhänge, Leute. Vorhänge brauchen wir auch noch. Wow. Die Vorhänge sind so schön. Also die passen einfach. Wahnsinnig gut zu ihr. Oben haben wir, glaube ich, auch noch Fenster. Genau, hier eins und hier eins. Wow! Es ist cool. Ja, perfekt. Oh, wie toll. So, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist oben Boden und... Wobei, nee, Boden nehmen wir den gleichen wie unten. Und die Wand, genau. Die fehlt uns nämlich oben auch noch. Aber Boden, würde ich sagen, ist es nochmal bei allen gleich. Weil mit dem Boden kann man ja eigentlich auch nicht in einer Mietwohnung komplett ändern. Wobei, ich glaube, bei ihr wird es auch die gleiche Tapete wie unten. Schön. Das sieht echt toll aus, Leute. Wow. Wir haben unsere Katzen-Lady schon in ihrem neuen Apartment eingerichtet, in ihrer neuen Uni-Unterkunft. Ich bin so gespannt, wie das wird, wenn die da dann wirklich einzieht. Wir werden am Ende auch ein paar Sims erstellen wahrscheinlich. Deswegen könnt ihr da gerne schon mal... Wow, diese Tapete ist cool. Könnt ihr gerne schon mal Vorschläge reinhauen, wie die Dame aussehen soll, was auf keinen Fall an ihrem Äußeren fehlen darf. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.